dachte schon wieder hinten. Nein. Ah, das killt mich auch natürlich. Hätte ich ja wissen müssen. Wie konnte ich denn annehmen, dass das mich nicht killt? Ach. Weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber hey, zum Glück ist dieses Level-Design hier sehr, sehr gut. Nein! Ach, du fliegst da so schnell vorbei und kannst nichts mehr machen dagegen. Ja, geil. Perfekte Designentscheidung. Das haben sie Probe gespielt und sich gedacht, ja, macht Spaß. Ich weiß nicht, was gerade lächerlicher ist. Die Annahme, dass sie es Probe gespielt haben oder dass es Spaß machen könnte. Na. Geil, warum bin ich jetzt gesprungen? Weiß ich auch nicht. Ja, dann fangen wir doch von vorne an. Ja, geil, weil... Das Spiel ist so gut designt. Man hat richtig Spaß. Entwickler auch weg. Weil das hat er doch nie mal Probe gespielt. Hallo, jetzt steh halt auf. Wie lange das immer dauert. Was? Ach komm. Ja, dann nehme ich das Leben nur nicht mit. Ich glaube, ich muss AMX mal bannen. Ne? Junge, danke. Oh, nein, ich habe mich bewegt. Ah, was soll das denn? Sollte das denn schon wieder? Thank you.
Kann man so lange immer wieder dasselbe Spiel spielen, bei dem es keinerlei Abwechslung gibt. Und bei EU4, da hast du wenigstens neue Patches oder Mods oder andere Länder. Aber bei irgendeinem schlechten CNC-Teil hast du immer nur das gleiche. Ist ja nicht mal ein guter CNC-Teil, das ist das Problem. Wenigstens ein guter CNC-Teil wäre. Wieso kommen die mir jetzt immer hinterher? Was ist das für eine Kackschildkröte? Ich bin in der falschen Position nach. Naja. Zu spät. Hier geht's auch. Jetzt bin ich nicht weit genug nach links. Ja, nach rechts meine ich. Wie es einfach wieder nicht will. Schon ist echt scheiße. Alter, wieso gehst du denn nicht so weit immer jetzt auf einmal? Ich war doch drauf, komm schon. Junge. Na ja, komm. Jetzt die Kraftplattform da. Nein, das ist Alarmstufe Rot 1. Kann natürlich der Meinung sein, dass Alarmstufe Rot 1 nicht der beste CNC-Teil ist, aber dann hat man halt eine falsche Meinung. Aber auch sehr viele Menschen falsche Meinungen. Macht es nicht besser, aber. Nee, was muss das für eine Grafik unter D? Nein! Ach, komm! Warum ist da noch, was ist das für eine Blockgrafik da unten links? Das ist gar nicht der Boss. Was ist das? Warum bin ich gestorben? Also, weil. Mal wieder in den Feuerball katapultiert. Also, was ist das da? Was? Ich habe ihn getroffen und bin. Ja, klar. Können natürlich bei einem guten Spiel sterben, aber AMX möchte lieber bei einem nicht so guten Spiel sterben. Naja.
Kann ja nicht jeder so guten Geschmack haben wie ich. Das hat meinen Geschmack und den falschen. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass der Fall. Junge. Ja, der Boss ist so scheiße. Das ganze Spiel ist so scheiße. Glaubt mir gar nicht. Ich hätte nie sagen sollen, dass ich das speedrunne. Der Fino darf nie wieder ein Spiel, das ich speedrunne, aussuchen. Nie wieder. Schlägt nur komplette Scheiße vor. Was ist da unten? Ist eine Anzeige? Irgendwas ist das eine Anzeige? Das sieht also aus wie eine Zahl. Was ist das? Achso, das sind meine Leben. Ah, die durch die Wolken hängen. Lauf. Mag dieses Geräusch. Ich meine, wie kann man das programmiert haben, muss ich dann gedacht haben, oh, klingt solide, lass da drin. Ich meine, das muss ja irgendjemand gedacht haben. Leg dich, oh, diese Wasserphysik. Oh Gott. Ich verliere hier keine Geschwindigkeit nicht. Also, keine Sprung. Immer noch ein Leben mit. Weil der nächste Boss wird einfach. Dann zwei relativ einfaches. Stages und dann kommt wieder so ein Boss, der. Wo allein das Level schon kacke ist. Ah, jetzt war ich nicht nah genug am Stein, damit die Blase kaputt geht. Natürlich. Das war ja auch sau weit weg. Also, bitte. Was? Wie schnell soll man das denn schaffen, dieses Level? Damit man einen fetten Time-Bonus bekommt. Mach irgendwas passiert falsch, kann das sein? Oh. Warum verletzt er sich da selbst? Soll das auf irgendwas hinweisen? Ich meine. Es wirkt so, als müsste man...
Es gibt überhaupt keinen Hinweis. Das verwirrt einen nur. Es gibt einen keinen Hinweis darauf, wie man diesen Boss besiegen soll. Das ist einfach nur komplett bescheuert. Das sieht aus, als müsste man den Ball irgendwie auf ihn drauf lenken. Ach. Komm schon. Was sind das für Bosse? Einfach daneben stellen. Macht eh nichts. Das ist Nummer 4, noch mehr. Nur ein paar Ringe mehr, vielleicht kriege ich noch ein Leben. Beim letzten Mal ja auch bekommen. Ich hatte zwei Leben, aber die meinte ich nicht. Auch hart aus Mario geklaut. Hätten wir was eigenes machen können, zum Beispiel 37,9 Ringe. Na fuck. Anlauf nehmen, wie das funktioniert. Dann springen halt nicht. Ist auch nicht notwendig. Muss ja nicht immer springen, wenn ich springen drücke. Hier noch ein Leben, wenn ich warte. Das war die nächste Frage. Nein! Kann nicht mal mit zurück hier da. Geil, da war ein Leben. Ich meine, hier war noch immer weil. Ach, das ist ein. Natürlich. Ah, hier haben sie wenigstens noch Ringe positioniert, aber das gibt es ja im Boss-Level nicht, weil da gibt es keine Ringe. Beim Boss braucht man keine extra Hits. Ich muss mal da oben irgendwo einmal, weil ich da immer so wunderbar vorbeispringe. Vermutlich. Oh Gott, jetzt kommt die Hölle wieder. Oh ne, Moment. Ich langsam anfängt, ein Boot da hochzulaufen. Okay, man muss den mittleren nehmen. Okay, hier muss man zum Glück nicht springen. Was? Eben mal. Ich dachte, der macht das erst, wenn er. Come on! Eben mal die ganze Zeit nur links und rechts und jetzt macht er plötzlich hoch. Was ist das denn für ein Unsinn? Spiel, ändere doch nicht einfach deine Muster.
Nein! Junge! Wer hat sich gedacht, das wäre hier eine tolle Sache? Und wieso wurde er dafür nicht totgeschlagen?